So, willkommen zurück und hey ho, meine Homies. Mit meiner engelsgleichen heiseren Stimme werde ich jetzt auch noch Final Fantasy für euch aufnehmen. Auch hier beginne ich jetzt eine Aufnahmesession, das heißt, ich nehme jetzt mal so eine Stunde, anderthalb Stunden am Stück auf und dann schneide ich das Ganze zurecht. Mit meinem dicken neuen PC ist das ja alles möglich, deswegen freue ich mich ganz doll. Wobei ich gerade schon festgestellt habe, dass ich vergessen habe, bei meinem neuen Magix-Programm die Hardware-Beschleunigung einzustellen. Was bedeutet, dass der Part statt einer Viertelstunde zum Schneiden braucht, dann leider trotzdem über eine halbe Stunde drin steckt. Und das ist natürlich etwas ungünstig. Was könnte denn gegen den gut wirken? Ich setze einfach mal Mardin ein. Ich habe mich übrigens dazu entschlossen, jetzt einfach weiterzugehen mit der Truppe, auch wenn es bedeutet, dass ich eventuell auf den Endboss treffe. Das ist mir dann nämlich relativ wumpe. Für alle, die auf Star Ocean warten, das geht halt erst morgen weiter. Also der Support konnte mir nicht helfen. So wie es ausschaut, muss ich es halt weiterhin in 30 FPS erstmal aufnehmen. Weil die einzige andere Möglichkeit wäre, dass ich die Elgato behalte, das auf 60 FPS Übertragung auf dem Bildschirm lasse und dass ich eben dann über Broadcast das aufnehme. Aber bescheidener geht's nicht, dafür gebe ich nicht 180 Euro für eine Elgato aus, damit ich das so umständlich aufnehme. Ach, es ist nett. Jetzt muss er aber auch wenigstens hinüber sein. Immer noch nicht. Naja, Belias und Steffen greifen ja auch noch gleich nochmal an. Alter, meine Stimme, die fuckt mich schon so beim Reden ab. Ich habe Angst davor, Bianca zu synchronisieren, wobei es schon bei der letzten Aufnahme echt kritisch war. Und ich fürchte langsam echt, dass meine Stimme dieses Let's Play nicht zu Ende führen kann. Weil meine Stimme einfach stirbt vorher. Schlimm ist es. Das ist einfach nur schlimm. So. Zwei Phönix. Mir wären eigentlich Phönix Daunen lieber, da ich ja immer noch darauf angewiesen bin. Ist das Treno vielleicht? Oder ist es Alexandria? Vielleicht ist es auch ein Mix aus allen Städten. Man weiß. Was zur Hölle? Was? Das wurde mir nicht mal angekündigt. Oh mein Gott. Und das ist... Hä? Moment mal. Das ist doch Kali. Das ist doch die aus dem Feuerschrein. Welch freudiges Wiedersehen. Erfahrt die Macht der vier Wächter. Wir, die vier Chaoser, werden euch vernichten. Oh nein. Aber ich möchte nicht. Was tust du mir da an? Senkt Verteidigungskraft. Oh mein Gott. Wir werden alle sterben. Erdelementar. Schauen wir mal, was am besten wirkt. Aber ich hätte jetzt fast gesagt, gegen Feuer setzen wir mal zum Beispiel Shiva ein. Ich habe jetzt leider keinen, der klauen kann. Ganz böse. Oh, warte mal. Ja, geht ja. Fügt physischen Neutralelementaren, physischen... Weißt du was? Atomisator. Wenn er es schon einsetzen kann, dann soll er es auch machen. So, wie viel macht ein Fenrir? Nur 2300 ist es mehr als ein normaler Schlag. Wobei sie ja auch mal mit Sanctus probieren könnte. Ach, Phönix. Mein Phönix. Er wollte gerade hinter mir hochspringen und das ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass er einen Sprung verkackt hat. Armer kleiner Kater. So, jetzt hock dich mal dahin. Ups, jetzt habe ich nicht aufgepasst, hat den Shiva viel abgezogen. Ich mach's einfach nochmal. Dann sehe ich es ja. Wow, 8400. Krass. Das mache ich gleich nochmal. Bin mal gespannt, ob ich dann danach wieder einen Speicherpunkt finde. Das wäre ja eigentlich ganz cool, weil jedes Mal zurückzurennen, um die Mitglieder zu wechseln. Das ist ein bisschen aufwendig, finde ich. Wow, na gut, das war ein kritischer mit 2600, ist an sich nicht viel. Was könnte sie denn eigentlich mal machen? Naja, eigentlich weiterhin rufen. Und?
3200, naja. Also da wäre ich ja eigentlich schon Besseres gewohnt. Aber machen wir einfach mal weiter. Warte mal, wie viel kann denn Ramu zufügen? Jawohl, einen kritischen. Sehr geil. Jetzt greift er mal nochmal. Oh, fuck. Was macht ein Senfbombe nochmal? Es hat doch kein Schwein mehr Thermometer ausgerüstet. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Ich weiß es nicht mehr, was es macht. Das ist ganz übel. Aber ich glaube, ich kann instant sterben. Wobei, jetzt ist es ja auch schon wieder vorbei. Okay, ich habe nichts gesagt. So, die restlichen MP hebst du mal auf. So, wir haben ja zig Peridots. Nee, Tatsache, Shiva ist immer noch stärker. Aber wie viel Leben hat das Vieh denn? Den habe ich doch bestimmt schon 20.000 Leben abgezogen. Ich versuche es ganz einfach mal mit Leviathan. Und er wird halt weiter dann den Atomisator, der noch draufhauen. Ja gut, Aura war jetzt ein bisschen witzlos. Das gebe ich jetzt auch zu. Piu. Tsunami. Schade, auch keine ganze Sequenz. Hihi. Was? Da ist ja Shiva immer noch stärker gegen. Ah, sehr geil. Adieu, bye bye und auf Wiedersehen. Was? Oh oh. Ach du Scheiße. Wow, gar nicht. Also Lydia hat's fast erwischt. Holy shit. Das ist mies gewesen. So, Arche! Yeah, sie kann das wechseln. Chaka, was kann sie denn als nächstes erlernen? Wow, stimmt ja, 190. Alter, nein. Nein, 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 nein. Hä, sie hat ja schon immer Reflex. Fuck. Das habe ich wohl übersehen. MP 20%. Er hat es noch nicht fertig. Er hat es noch nicht fertig. Ach, scheiße. Habe ich das bei ihr echt übersehen? So ein Kack. Okay, cool. Was erwartet uns jetzt? Hier liegt doch bestimmt wieder irgendwo was. Na, guck mal. Alexandria. Noch ganz. Sag bloß, das ist Alexandria. Ich bin genauso heiß. Warum steht hier das Schloss Alexandrias? Was ist passiert, Mampf? Ich habe nichts gesehen, Mampf. Logisch nicht, das ist der Ort der Erinnerung. Du warst zu diesem Zeitpunkt ja gar nicht da. Okay. Kuya versuchte sich Alexanders zu bemächtigen, um sich mir zu widersetzen, weil er vor 10 Jahren von einem Ereignis erfuhr. Was für ein Ereignis? Ah, cool. Die ultimative Flöte. Dann flöte uns mal was vor. Das ist, glaube ich, die hier, oder? Die ist voll schwach. Auch wenn sie gute Sachen drin hat. Aber die ist voll schwach. Was soll das? Hier ist noch mal was. Ach, hier kann ich jetzt die Gruppenmitglieder wechseln. Geil. Okay, darauf hätte man aber auch erstmal kommen müssen. Wann kommt denn dann der nächste Endgegner? Ne, ich hoffe nicht gern so bald. Ja, dann will ich jetzt wenigstens... Was muss jetzt Steffen noch alles erlernen? Noch viel zu viel. Das heißt, ihn werde ich nicht auswechseln können. Werde ich den Lydia kurzzeitig mal auswechseln können. Theoretisch. Und ansonsten werde ich Bianca auswechseln können. Das heißt aber, ich behalte die ja erstmal drinne. So, jetzt muss ich hier... Ich muss aufpassen, dass ich nichts übersehe. Moment mal, das ist doch das Theaterschiff. Das ist wie das Theaterschiff hier drinne.
kam mir jetzt zumindest so vor. Ein Sturm? Was ist das hier? Bumesia? Ach so, das ist einer dieser legendären Kartenspieler. An die konnte ich mich noch halbwegs erinnern. Hier liegt nichts weiter rum. Hier kommen aber auch irgendwie keine weiteren... Ich wollte es gerade sagen, Gegner. Du schon wieder. Ich mach dich so schnell platt. Da kannst du gar nicht gucken. Oh, der mit seinen Kaktopziner hat bestimmt wieder auf Lydia. Ja, na klar. Immer auf sie. Ich verstehe es nicht. Liegt es daran, weil sie momentan die meisten MP hat oder so? Weil ich mein, Toxin verringert ja auch die MP. Jawoll. Was macht dieses Arschgesicht denn? Komm, haut ihn weg. Ich habe keine Lust mehr auf den. Ach so, nach Belias Waffe müsste ich ja mal schauen, ob der das schon gelernt hat, fertig gelernt hat. Virentilger. Oh nein, nein, bitte nicht. Oh nein, jetzt kriegt sie keine AP. Nein, gerade sie braucht es doch. Naja, vielleicht verfehlt. Na super, nee, nee, das erlebt sie dann nicht mehr, die Erfahrungspunkte. Komm schon, Bianca. Alter, wie ekelhaft ist denn der Gegner gerade? Ja gut, Bianca kommt auf jeden Fall noch dran und kann sie ja retten. Vakzin. Phew. So, jetzt kriegt sie wenigstens Erfahrungspunkte. Was? Der lebt immer noch? Scheiße. Ja komm, greif an. Virentilger. Nein, er braucht's doch genauso dringend. Oh nein. Ja, es war mir klar. In dem Moment muss natürlich Steffen wieder verfügbar sein. Ist ja richtig scheiße. Bling. genau, nach seiner Waffe hier. Er hat fast den Atomisator, das ist sehr schön. Hä? Hier geht's doch lang, oder? Ah, doch, hier geht's lang. Hey, seid vorsichtig! Wo wollt ihr denn bei diesem Unwetter überhaupt hin? Passt auf, die Strömung ist viel zu stark. Lydia, die wollen bei diesem Unwetter raus auf die See. Wir müssen sie... retten. Wie, aber... war das alles nur eine Illusion? Na, ist ja auch klar. Woher sollte ich auch solche Erinnerungen haben? Nichts für ungut. Das ist doch meine Erinnerung. Warum konnte Bambu sie ebenfalls sehen? Sag mal, Bambu. Hm, was gibt's denn, Lydia? Bambu, das war gerade keine Illusion. Was? Dann warst du das kleine Mädchen im Boot? Dann warst das kleine Mädchen im Boot du, Lydia? Aber wie konnte ich die Erinnerung dann auch sehen? Eine Erinnerung, die nur du haben solltest, Lydia. Ich weiß es nicht. Garland, Alter, was soll der Quatsch? Ey, sitzt du auf deinen Ohren oder was? Ich sah in dem Bestia Gaias eine große Gefahr. Als ich vom Volk der Espa erfuhr, die seit über 500 Jahren die Bestia erforschten, musste ich mich ihrer entledigen. Ich nehme mal an, ein Teil der Seelen ist halt in Bambu drinne, irgendwie sowas. Kann ja sein. Wow. No shit. Jetzt dreht euch aber mal ganz schnell um, Leute. Oh Mann, ach ne, rufen kann sie kein. Angreifen, Angriff. Du rufst jetzt einfach Maddie und du setzt Atomisator ein.
Ich lasse mir von dem Vieh nicht weiter auf der Nase herumtanzen. Wobei, jetzt könnte wieder Toxinatem als Konter kommen. Hä? Das kommt allen Ernstes als Konter? Aber wieso ist dann kein anderer betroffen? Nur sie kriegt den Toxinatem ab. Weißt du, Steffen kriegt den nicht ab. Bianca kriegt den nicht ab. Ganz, ganz komisch. Polarhauch kümmert mich mal jetzt um Scheiß, weil der müsste platt sein, nachdem jetzt Steffen und ja, sehr gut. Immer Reflex und Atomisator, wunderbar, na Gott sei Dank. Vielleicht habe ich ja in der nächsten Ausrüstung was drin, wo er zwei Sachen erlernt. Das wäre ja eigentlich ganz cool. Wieso ist eigentlich Excalibur schwächer als Ragnarok? Das ergibt gar keinen Sinn. Ich hoffe, er hat irgendwo zwei Stück drin. Nee, hat er nicht. Scheiße. Den kriegt er jetzt aber auch erstmal Lehre der Ninja, weil das hat er eh fast voll. Nee, hier kommen wir. Er kriegt jetzt erstmal Segen. Aber sind es dann alle? Ja, das sind dann alle, okay. Und Bianca hat es ja dann auch gleich. Ah, gleich sei mal dahingestellt. Achso, heilen sollte ich sie. Nein! Dieses Auge! Ja, es ist das Auge, was ich damals auf dem stürmenden Meer sah. Bambu, kannst du mich hören? Oh, Bambu, die Erinnerungen, die deine Augen wahrgenommen haben, sind deine eigenen, nicht die Garnets. Wie soll ich denn das verstehen? Ich habe doch gar keine Erinnerung an irgendein stürmisches Meer. Du scheinst noch nicht zu begreifen, aber du wirst es bald. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Soll das heißen, dass ich auch fremde Erinnerungen besitze? Rede, Garland! Es besteht keine Eile. Wenn du bereit bist, die Wahrheit zu akzeptieren, werden die Antworten von selbst kommen. Ich würde jetzt halt mal sagen, dass zu der Zeit, wo der alles zerstörende Krieg kurz vor dem Ausbruch stand, wurde eine gigantische Kraft beschworen. Eine Kraft, die so groß war, dass sie von den Beschwörern selbst nicht gezügelt werden konnte. Das Volk fürchtete sich vor dieser zu mächtigen Kraft, teilte die Kristallperle in vier Stücke und verschwand, hoffend, diese Kraft bis in alle Ewigkeit verbannt zu haben. Hier liegt doch bestimmt auch wieder irgendwas rum. Ja, wow, geil, 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 geil. Jetzt ist er noch stärker. Boah, hammermäßig. Es sind zwar nur in Anführungsstrichen vier, aber cool. Garnet sollte ich vielleicht mal heilen und eventuell dann auch mal ein bisschen Äther um mich schmeißen. So. Ich fürchte, auf der Treppe jetzt kommt der Nächste. Ja, ich wusste es. Ihr konntet also Kali besiegen. Ich, Tiamat, werde euch erledigen. Atomisator. Gegen was dürfte der effektiv sein? Gute Frage, gut. Versuchen wir es einfach mal wieder mit heiliger Magie. Er ist ja Wind. Gegen Wind wirkt... Ich probiere mich einfach durch. Ja gut, das wird jetzt erstmal das letzte Atomisator sein. Terra Homing! Oh, ob der auch wieder so eine Finalattacke macht, das wäre ja gar nicht mal so lustig. Wow! Okay, Terra Homing ist auf jeden Fall sehr gut. So, und Shiva macht 3190. Wenn das der Maßstab ist von Kali, dann ist es wohl auch sehr effektiv. Aber damit lasse ich mich jetzt einfach mal nicht abspeisen.
9512, alter Schwede. Wenn das so gut weitergeht, dann ist er bestimmt gleich hinüber. Stärke absaugen. Oh nein. Bin ich jetzt... Oh nein, wie stark ist Belias jetzt? Steffen, ganz teilnahmslos, haut einfach immer mal mit seiner Kralle nur zu. Achso, wieso denn eigentlich das... Hier, Madin! Madin! Upala. Quatsch, hier, Ramu. Oh, geil, jetzt kommt die ganze Sequenz. Dann ist er jetzt hinüber. Dann ist er jetzt definitiv hinüber. Sehr geil. Jawohl, geil. Aber er macht keine finale Attacke, das ist auch ganz nett. Ja, Bianca, du kannst dich freuen. Nicht so stürmisch. Okay, Leute, wir haben jetzt auch noch Tiamat besiegt. Das heißt, wir machen hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaltet dann noch wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.